Erprobung konzentrierte sich auf ein Demonstrationsfahrzeug, das für das Konsortiumsprojekt FCH2 Rail entwickelt wurde. Die CAF gab kürzlich den Beginn der dynamischen Streckenerprobung ihres Demonstrationsfahrzeugs für Wasserstoffzüge bekannt, das für das FCH2 Rail-Projekt entwickelt wurde. Das Projekt wird von einem Konsortium aus CAF, Toyota, DLR, ADIF, Renfe, CN, H2, IP und Stemann Technik durchgeführt. Das Projekt wird eine neue Stromerzeugungssystemtechnologie verwenden, die in ein bestehendes Zugmodell eingebaut wird. Der für die Tests verwendete Demonstrator basiert auf einem der Pendlerzüge von Renfe, in den das Projekt ein neues Stromerzeugungssystem eingebaut hatte. Das verwendete System nutzt einen Energiehybrid aus Brennstoffzellen und Batterien. Dieses System wurde in das vorhandene Traktionssystem des Fahrzeugs eingearbeitet. Dies hat die Lokomotive zu einem der ersten BI-Mode-Demonstratorfahrzeuge ihrer Art gemacht, die von Brennstoffzellen angetrieben werden. Das Zero Emission Vehicle wird es ermöglichen, mit seiner Batterie auf der Strecke mit Elektrifizierung im Elektromodus zu fahren. Wenn das Fahrzeug dann die elektrifizierte Infrastruktur verlässt, wird sein Hybridmodus verwendet. Auf diese Weise kann er auf oberleitungsfreien Streckenabschnitten verkehren, ohne dabei auf fossile Brennstoffe angewiesen zu sein. Die Idee ist, den Wasserstoffzug mit H2 fahren zu lassen, wenn er ohne Elektrifizierung auf die Schiene fährt. Sobald die statischen Tests des Fahrzeugs abgeschlossen waren, war es bereit, mit den dynamischen externen Streckentests zu beginnen. Als die Tests begannen, konnte das Konsortium die ursprünglich für diese Komponente des Projekts gesetzten Fristen einhalten, was das solide Engagement des Konsortiums für sein Projekt unter Beweis stellte. Während der dynamischen Streckentests ermöglicht die Brennstoffzellen- und Elektrobatterie-Hybridisierung eine Routenoptimierung entlang einer Strecke, die speziell ausgewählt wurde, um die Art von Wegen wiederzuspiegeln, die typisch für kommerzielle Dienste sind. Daher durchläuft das neue System ein breites Spektrum unterschiedlicher Arten von Tests mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen. Das Ergebnis der Wasserstoffzugtests soll ein konkurrenzfähiges bimodales Hybrid-Lokomotiven-Antriebssystem sein, das Alternativen zu derzeit mit Diesel betriebenen Strecken bieten wird. Es ist beabsichtigt, Fahrzeuge anbieten zu können, die auf dem geplanten Rahmen zur Dekarbonisierung des Schienenverkehrs eingesetzt werden können. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.